Hallo ihr Lieben, ich bin gerade mitten in den Vorbereitungen zu unserem neuen Programm Apnea, Freediving trocken trainieren. Und ich möchte jetzt einfach heute und auch in den nächsten Tagen ein paar Tipps mit euch teilen, wie ihr euer Trockentraining effizienter gestalten könnt, wie ihr es gestalten könnt, dass ihr Spaß dran habt und welche Übungen eigentlich sinnvoll sind, wie ihr euer Trockentraining so gestaltet, dass es auch für eure Freediving-Ziele geeignet ist. Heute ist die Frage, wie kannst du es dir leichter machen, am Trockentraining dran zu bleiben? Trockentraining ist so eine Sache, die Gründe, die Leute meistens davon abhalten, da länger auch dran zu bleiben, als vielleicht einmal, zweimal oder eine Woche, ist zum einen, man trainiert in der Regel allein. Das heißt, man macht sich einen Plan, man hat gute Vorsätze, man fängt auch an, den durchzuziehen und dann kommt das Leben dazwischen. Sachen, die wichtiger sind, Sachen, die man unbedingt erledigen muss. Und eines der ersten Dinge, die dann verschütt gehen, ist in der Regel sowas wie das Freediving-Trockentraining. Das ist total schade. Der zweite Grund, warum es manchen Leuten schwerfällt, dran zu bleiben, ist, dass sich das Trockentraining in der Regel einfach unangenehmer anfühlt, als wenn wir im Wasser trainieren, weil der Atemreiz viel früher kommt, weil der Atemreiz viel heftiger ist und es fühlt sich einfach für viele oft unangenehmer an. Aber es gibt ein paar Sachen, die du berücksichtigen kannst, die dir helfen können, da dran zu bleiben und auch mehr Freude dran zu haben. Der eine Punkt ist, such dir einen Buddy. Such dir jemanden, der auch trocken trainiert und sprech dich mit dem ab. Ihr müsst nicht das Gleiche trainieren, ihr müsst nicht die gleichen Freediving-Ziele haben, aber tauscht euch mindestens einmal die Woche aus, wie euer Training läuft, was ihr in der letzten Woche trainiert habt und was ihr euch für die nächste Woche vornehmt. Allein dieser Austausch wird euch helfen, eher dran zu bleiben und dann auch dieses Trockentraining eher auf der Tagesordnung zu behalten. Der zweite Tipp ist, trainiert wirklich gemeinsam. Was meine ich damit? Verabredet euch und macht es gerne online. Ihr müsst nicht zusammen im gleichen Raum sein, sondern macht es online. Nutzt Videoconferencing-Tools wie Zoom oder Skype oder sonst irgendwas. Aber wenn ihr einen Termin habt und wenn ihr das gemeinsam habt, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass ihr auch dran bleibt. Der dritte Tipp heute ist, gestalte dein Training so, dass es dich zwar fordert, aber dass es dich nicht stresst. Dass du immer mit einem positiven Gefühl aus dem Training rausgehst. Das ist ganz arg wichtig. Freediving trainieren hat nichts damit zu tun, sich zu quälen und auch nicht beim Trockentraining, sondern mach es so, dass es wirklich einen Trainingseffekt hat, dass es dich fordert, aber geh immer mit einem positiven Gefühl raus und stress dich da nicht. Das ist einfach wichtig, dass wir motiviert bleiben, dass wir Spaß am Training haben und ohne das wird es uns sehr, sehr schwer fallen, für den längeren Zeitraum dran zu bleiben. Das sind meine drei Tipps für heute. Wenn du Lust hast, mit uns zusammen zu trainieren, dann komm in unser Apnea, in unser Trockentrainingsprogramm. 6 Wochen starten wir gemeinsam. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei deinem Trockentraining. Ich wünsche dir, bleib dran am Freediving, egal ob Corona ist oder nicht. Und hab ein schönes Wochenende. Mach's gut. Tschüss.